Ja, dann machen wir den zweiten Anlauf. Sie haben durchgeatmet? Ich habe durchgeatmet. Wunderbar. Also ich begrüße Sie ganz herzlich, Frau Becker-Stoll, dass Sie sich aufgemacht haben hier nach Osnabrück zu unserer Erstsemestervorlesung, die ja dann auch ab nächster Woche im Netz stehen wird. Super. Mit all Ihren Unterlagen. Wir freuen uns. Der Start letzte Woche hat schon ganz gut geklappt. Und Professor Kasten war da, ne? Professor Kasten war da. Okay. Und hat sich mit entwicklungspsychologischen Grundlagen beschäftigt. Und jetzt Ihr Aufschlag zum Thema Bindungstheorie. Ganz kurz nur, damit wir die Zeit auch nutzen können, um uns den Inhalten zu widmen. Frau Becker-Stoll ist ja wahrscheinlich Leiterin des größten Landesinstituts für frühkindliche Bildung. Ich weiß mittlerweile beim NIFPE nicht, ob wir, wenn wir alles dazu zählen. Oh nein, nein, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber diese Konkurrenzen haben, sind nun wirklich nicht notwendig. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und wünsche uns einen wunderbaren Vortrag. Ja, also grüß Gott und hallo zusammen. Tut mir leid, die Maschine steckte im Nebel in München. Kommt davon, wenn man den Flughafen da ins Moor baut. Ja? Wirklich eine blöde Geschichte. So, also tut mir leid, toll, dass Sie alle gewartet und ausgeharrt haben. Ja? Und ich hoffe, dass ich das hier einigermaßen spannend machen kann. Gleich ein ganz bisschen was zu meinem Hintergrund. Ich habe Psychologie studiert in Regensburg, habe bei Klaus und Karin Gross meine Bindungsforschung von der Pika auf gelernt, dort auch promoviert, habe mir daran geschaut, wie Jugendliche und ihre Eltern sich verstehen in der Interaktion und was das damit zu tun hat, als die Jugendlichen ganz klein waren, ein Jahr alt waren und ob es da Zusammenhänge gibt zwischen der Kommunikation und Interaktion zwischen Eltern und Kind mit einem Jahr und dann mit 16 Jahren. Jetzt im Moment bin ich fast 6 Jahren die Direktorin von dem Staatsinstitut für Frühpädagogik und jetzt geht es eben ganz stark um die Qualität frühkindlicher Bildung und Betreuung und Erziehung, aber auch immer wieder um diese Frage, wie lernen Kinder eigentlich? Ja? Und was hat das im weitesten Sinne mit Bindung oder mit Erkenntnissen der Bindungsforschung und mit der Bindungstheorie zu tun? Ja? Und das ist so ein bisschen der Bogen, den ich jetzt auch gerne hier heute schlagen möchte. Ich möchte gerne Ihnen nochmal erklären, was mit Bindungs- und Explorationsverhalten gemeint ist, warum diese biologische Verhaltensausstattung so wichtig ist für das Lernen, was die Erfahrungen des Kindes mit seinen Bezugspersonen, mit seinen Bindungspersonen für seine Gehirnentwicklung bedeuten, welche Rolle diese Erfahrungen für die Gehirnentwicklung haben, welche Rolle die Qualität von Beziehungen zu Bezugspersonen oder aber auch zu Lehrpersonen für den Bildungserfolg oder die Bildung des Lernens im Bildungszusammenhang hat. Und dann möchte ich noch auf den Aspekt eingehen, auch eine sehr verhaltensbiologische Annäherung von Tomasello, dass eben kleine Kinder unterschätzt werden in ihrer enormen Kooperationsfähigkeit und eigentlich auch in ihrer Bereitschaft, mit anderen gemeinsam Ziele zu verfolgen. Und dass es aus der kulturhistorischen Betrachtung der Menschheit eigentlich klar ist, dass das Modell Hauptsache Mutter ist für das Kind verantwortlich oder nur Mutter ist für das Kind verantwortlich, dass das eigentlich gar nicht das Standard und das gängigste Modell des Aufziehens von Kindern ist, sondern dass es eigentlich mehrheitlich in der kulturhistorischen Geschichte der Menschheit immer eine ganze Gruppe von Personen ist, die sich um das Kind kümmert, also mehrere Bezugspersonen von Anfang an. Und das hat aber auch was damit zu tun, warum kleine Kinder so früh schon so kommunikativ sind. Also, fangen wir mal mit dem Anfang an, Bindung und Explorationsverhalten. Der John Bowlby, der die Bindungstheorie in den 60er Jahren begründet hat, war selber ja Kinderarzt und Psychiater auch, der hat sich viel überlegt, warum diese Beziehung zwischen dem Kind und seiner Mutter und auch zwischen der Mutter und dem Kind so eine ganz besondere Beziehung ist. Er hat sich viele Gedanken gemacht und hat sich mit den Erklärungen der Psychoanalyse nicht zufrieden gegeben, hat sich mit Jean Piaget ausgetauscht, hat sich mit Konrad Lorenz ausgetauscht, hat viel beobachtet und überlegt und hat dann gesagt, okay, der Mensch ist von Geburt an mit 2 grundlegenden Verhaltenssystemen ausgestattet, die sein Überleben und das seiner Art sichern, nämlich dieses Bindungsverhaltenssystem und das Explorationsverhaltenssystem. Das können wir auch bei Säugetieren sehr schön beobachten, insbesondere bei Primaten.
Das Bindungsverhaltenssystem ermöglicht es dem Kind, von Geburt an Bindungsverhalten gegenüber einer oder einigen wenigen Personen zu zeigen. Und dieses Bindungsverhalten zielt darauf ab, die Nähe einer bevorzugten Person zu suchen, um dort Sicherheit zu finden. Das Neugeborene, der Säugling, kann am Anfang nur weinen und schreien und rufen, um diese Nähe wiederherzustellen. Also kann nur dafür sorgen, durch Weinen, dass sich die Person, die sich für dieses Kind verantwortlich fühlt, wieder ihm annähert. Ne? Später zeigt das Kind dann eine ganze Reihe von eben motorischen Verhaltensweisen. Aus gucken, nachschauen, Hände ausstrecken, hinkrabbeln, hochziehen, festhalten und so weiter, die alle in diesen Reigen der Bindungsverhaltensweisen eben dazu zählen. Die meisten Kinder entwickeln, eigentlich fast alle Kinder, es müssen extremste Zustände der Vernachlässigung und Deprivation sein, damit ein Kind keine Bindung aufbaut. Ja? Also eigentlich kann man sagen, im Wesentlichen alle Kinder entwickeln in den ersten 9 Lebensmonaten Bindungen gegenüber Personen, die sich dauerhaft um sie kümmern. Ich habe, als ich diese Vorträge vorbereitet habe und mich nochmal damit befasst habe, dann am IFP mit der Bindungsforschung sozusagen aus der Sicht des Lernens, habe ich manchmal die Originaltexte nachgelesen von der Mary Ainsworth und die beschreibt wunderbar, dass es das Kind ist, das aktiv ist bei diesem Bindungsaufbau. Also die Bindung entsteht nicht irgendwie zwischen Mutter und Kind, sondern das Kind baut sie aktiv auf. Ja? Und das Interessante ist auch, dass das Kind eben gegenüber denjenigen Personen sich dauerhaft bindet, die eben sich am meisten um das Kind kümmern. Dabei spielt das Geschlecht dieser Person keine Rolle und es spielt auch das Verwandtschaftsverhältnis keine Rolle. Ja? Es ist halt die Person, die gerade da ist. Wäre ja von der Biologie auch oder von der Natur aus gesehen ja auch fahrlässig, wenn es nur die Mutter sein könnte. Denn die Gefahr, dass sie bei der Geburt stirbt, ist ja gerade auch beim Menschen eher groß. War sie zumindest, menschheitsgeschichtlich betrachtet. Was wichtig ist, ist, dass das wirklich in diesen ersten 9 Lebensmonaten passiert, ja? Und das Kind ist dabei aktiv. Und bei Fremdheit, Unwohlsein oder Angst, also jedem Zustand, in dem das Kind sich unwohl fühlt, wird dieses Bindungsverhaltenssystem aktiviert und die Erregung, das Weinen, das Schreien, wird eben dann beruhigt durch die Wahrnehmung der Bindungsperson, durch Nähe und vor allem durch liebevollen Körperkontakt und Interaktion mit ihr beendet. Wenn das Kind größer ist, hilft es schon, wenn es die Stimme der Mutter hört, wenn sie sagt, ich komme gleich, ja, dann kann es sich schon ein bisschen beruhigen. Je kleiner das Baby ist, desto öfter sind diese Phasen im Tagesablauf, wo das Bindungsverhaltenssystem aktiviert ist. Also jedes Mal, wenn das Kind Hunger hat, Durst hat, müde wird, Bauchweh hat, zahnt, ein fremdes Gesicht sieht, zu viele Reize hat, irgendwie an was sich unwohl fühlt. Ja? Die Nähe vermisst, den Körperkontakt vermisst. Ja? Immer dann wird das Bindungsverhaltenssystem aktiviert. Das Kind bindet sich nicht nur an die Bezugsperson, die es versorgt, sondern auch an andere Personen, die mit ihm spielen und interagieren. Aber die Mary Ainsworth beschreibt es so, in mehreren Phasen, wie diese Bindung aufgebaut wird, und beschreibt eben, dass das Kind zunächst so eine Art Prototypen von Bindung zu der Hauptperson, die es am meisten versorgt, aufbaut. Und wenn zum Alter von etwa 8 Monaten, das ist auch dann die Phase, wo das Fremdeln beginnt, bei einigen Kindern, nicht bei allen, ja, wenn es sozusagen diese Bindung zur Mutter, meistens ist es die Mutter, also zur Hauptbezugsperson, ja, zur Mutter aufgebaut ist, dann fängt das Kind an, auch Bindungsverhalten zu zeigen zu den anderen Personen, die es auch von Geburt an umgeben, zum Beispiel zum Vater, zum Beispiel zur Großmutter, zu anderen Personen, die auch da sind, älteren Geschwistern. Ja. Und deswegen sage ich auch, wenn ich das beschreibe oder erkläre, kann man sagen, also die Stunde der Väter, meistens sind es ja die Väter, die sozusagen die zweite Bindungsperson sind, die schlägt ein bisschen später. Also in diesen ersten Monaten haben die nachrangigen Bindungspersonen das sehr, sehr deutlich schwieriger, ja, das Kind zu trösten, wenn es weint. Ne? Wir beobachten aber auch, und wir haben es auch in der Stichprobe in Regensburg gehabt, dass in manchen Konstellationen, heute haben wir das noch viel häufiger als früher, der Vater das Kind von Anfang an versorgt, die Mutter geht arbeiten. Und dann ist der Vater die primäre Bindungsperson. Und in ganz vielen Familien, zumindest da in der Oberpfalz, in der Regensburger Gegend, in ganz vielen Familien war das eigentlich die Oma. Das war nicht so bewusst. Und wenn wir dann die Kinder in die fremde Situation geholt haben mit der Mutter und auch mit dem Vater, dann hat das Kind schon aufgehört zu weinen, wenn die Mutter wieder reinkam
hat dann aber weiter gesucht und ist dann zur Tür gegangen und hat Oma gerufen. Und wussten wir, okay, Mama ist auch schon gut, aber Oma wäre besser. Und die Jugendlichen, mit denen ich die Interviews dann durchgeführt habe, die haben dann ganz oft erzählt, dass die eigentlich die Person, dass sie sich am nächsten gefühlt haben, der Opa oder die Oma war. Also sozusagen die Bindungsperson aus ihrer Sicht. Gut, der Nachteil von dieser ganzen Geschichte ist, dass das Kind, wenn es eine Bindung zu einer bestimmten Person aufgebaut hat oder zu bestimmten Personen aufgebaut hat, hat es erstmal eine ganz klare Bevorzugungshierarchie. Das ist auch eine biologische Absicherung, dass eben das Jungtier oder das kleine Kind in der Gefahrensituation nicht überlegt, gehe ich zum Papa oder gehe ich vielleicht zur Oma, vielleicht auch lieber zum Mama, sondern dass es eben im Millisekundenbereich sofort ab zur Mutter oder zur sicheren Basis eben. Diese aufgebauten Bindungen sind eben nicht austauschbar und der Verlust einer Bindungsperson führt zu Trauerreaktionen und großen seelischen Leid. Ich denke, das ist eines der ganz großen Verdienste von John Bowlby, dass er das beschrieben hat. Denn zu seiner Zeit ging man davon aus, dass Kinder in den ersten 3 Lebensjahren nicht trauern können, keine Trauer empfinden und sowieso alles vergessen, was mit ihnen passiert. Ja? Und es ist noch nicht allzu viele Jahrzehnte her, wo man Säuglinge ohne Narkose operiert hat, weil man dachte, die empfinden sowieso keinen Schmerz. Ja? Also das, glaube ich, ist eine der ganz, ganz wichtigen Erkenntnisse und Errungenschaften der Bindungsforschung. Okay. Genauso wichtig für das Überleben des Einzelnen und der Art ist das Explorationsverhaltenssystem und es ist die verhaltensbiologische Grundlage für die Erkundung der Umwelt. Explorationsverhalten ist jede Form der Auseinandersetzung mit der Umwelt und damit die verhaltensbiologische Grundlage von Lernen. Vielleicht, damit es deutlich wird, dieses Explorationsverhalten, das kommt dann nicht irgendwie erst später, wenn die Kinder irgendwie krabbeln können und rumlaufen können und dann an die Steckdosen gehen, ja? Sondern das beginnt eigentlich bei einem gesunden Neugeborenen von Geburt an. Also wenn man das neugeborene Baby der Mutter auf den Bauch legt, ja, wie man das ja macht, wenn es beiden gut geht, ne, dann wird dieses Neugeborene versuchen, mit seinen Sinneswahrnehmung, mit seinem Geruchssinn, mit seinem Tastsinn, mit seinen Augen, die Brust der Mutter zu finden und wird erkunden. Und einigen Neugeborenen gelingt es ja dann auch relativ schnell, eben da erfolgreich anzudocken und zu saugen. Das ist Explorationsverhalten. Ja? Nichts anderes. Das Lernen ist aber so unglaublich wichtig. Also Explorationsverhalten dient natürlich auch darum, dass das Tier oder der Mensch sich mit seiner Umwelt auseinandersetzt, erkennt, wo die Futterquellen sind und wo die Gefahren sind. Ja? Also das ist ganz wichtig. Ohne Exploration ist auch kein Überleben möglich. Aber das Lernen wird sozusagen doppelt gemoppelt, phylogenetisch, biologisch abgesichert, denn das Bindungsverhalten des Kindes hält das Kind ja in der Nähe zur Bindungsperson und mit seiner Aufmerksamkeit auf diese Bindungsperson ausgerichtet. Und in dieser Nähe und in der Aufmerksamkeit auf die Bindungsperson kann das Kind eben am allermeisten lernen. Insbesondere die Kulturtechniken lernen, die Kommunikationstechniken lernen, die es braucht, um in dieser Sozialgruppe zu bestehen. Ja? Das Dumme ist nur, ja, ich habe dummerweise nicht diese schöne Balance dabei, das mache ich, ich erkläre es so. Diese beiden Verhaltenssysteme sind komplementär, Bindungs- und Explorationsverhalten. Das heißt, ein Kind, das ein aktiviertes Bindungsverhaltenssystem hat, nehmen Sie zum Beispiel ein Kind, das in eine Krippe eingewöhnt wird oder neu in den Kindergarten kommt, wo keine Eingewöhnung stattfindet. Und dieses Kind fühlt sich fremd, fühlt sich einsam, hat Angst, überfordert durch die vielen neuen Menschen und Gesichter, kann sich auch noch nicht orientieren, kennt sich nicht aus, hat Trennungsschmerz, vermisst ganz, ganz bitterlich seine Eltern, sein Zuhause. Diesem Kind können Sie die tollsten Lernprogramme dieser Welt anbieten, das wird nicht lernen können. Denn das Bindungsverhaltenssystem ist aktiviert. Wir sehen das auch sehr deutlich, ich habe das auch selber ein paar Mal ganz live mitbekommen. Ich bin in Kindertageseinrichtungen gegangen, privat-gewerbliche, die aus kleinen Kindern zukünftige Nobelpreisträger machen wollen und wo die Eltern ganz viel Geld bezahlen. Und wo die Kinder, viele der Kinder, das konnte ich da beobachten, eben schon, wenn es die Mutter das Kind dahin bringt oder der Vater, viele Väter bringen die Kinder da auch hin, verzweifelt weint, ja, als sich an die Eltern festklammern und dann widerwillig oder auch traurig da dabei sitzen, dann machen die Erzieherinnen, machen ganz tolle nach Schema, nach Wochenschema, Tagesschema, ganz tolle Experimente und dann sitzen da diese kleinen Wurzelchen, ja, vielleicht 2 Jahre alt oder weniger als 2 Jahre alt,
im Kreis und müssen ganz still sitzen. Und dann sehen sie, wie den kleinen Kindern dann die Tränen runterkullern. Ja? Also ich warte mal 5-6 Stunden. Nicht ein einziges Mal hat eine Bezugsperson, eine Bezugsperson, eine Erzieherin, ein Kind angelächelt oder irgendwas Nettes gesagt. Es wurde nur beschimpft bis hin zu stoßen. Ja? Und die Eltern zahlen 1.000 Euro im Monat. Ja? Also und diese Kinder können einfach basisbiologisch, die können da nicht wirklich lernen, weil sie können auch gar nicht explorieren. Ja? Und diese aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt, dieses interessengeleitete, selbstinitiierte Explorieren ist Voraussetzung für Lernen. Insbesondere bei Kleinen, bei Kindern. Ja? Bei uns Erwachsenen ist es anders, wir können auch lernen, wenn wir jemanden zuhören, der vorne steht und sich abmüht. Ja? Etwas können wir dabei zumindest ein bisschen lernen. Ja? Aber bei Kindern geht es so nicht. Ja? Da kann man mit Vorträgen, also zumindest Kindern in den ersten 5 Lebensjahren, können wir mit Vorträgen, so wie wir es jetzt hier machen, nicht allzu viel beibringen. Gut. Was Sie sehr schön beobachten können, eigentlich auf jedem Spielplatz, insbesondere auf Spielplätzen, die für sehr kleine Kinder geeignet sind und geeignet werden von Familien mit kleinen Kindern, ist, dass das Kind, wenn es diesen Spielplatz kennt, wenn es schon einigermaßen mehr oder weniger wackelig da rumlaufen kann, dass es, dass viele Kinder dann tatsächlich ihre Erkundungsversuche so allmählich den Aktionsradius ausweiten und wenn sie dann irgendwie stolpern oder anders irgendwie erschrecken, dann meistens, wenn sie noch recht klein sind und nicht sicher laufen, dann krabbeln sie auf allen Vieren ganz schnell zurück zum Vater oder zur Mutter und holen sich da Trost und werden dann auch, ja, das ist nicht so schlimm und so. Und wenn es einigermaßen gut klappt mit den beiden, dann legen sie wieder los und erkunden wieder weiter. Und so geht es immer wieder hin und her und wenn alles gut läuft, dann wird dieser Aktionsradius immer größer. Ja? So sternförmig was. Also, was wir festhalten können, ist, dass dieses Bindungsverhalten ja auch dazu dient, sich eine vertraute, sichere Basis zu beschaffen, ja, und diese dann zu nutzen, um von ihr aus explorieren zu können. Genau. Und immer dann, wenn das Kind eben in eine Überforderungssituation kommt, Bindungsverhalten wird aktiviert, also zum Beispiel das Kind stolpert auf dem Spielplatz, blickt sich um, sieht die Mutter nicht mehr, ja, weil die gerade aus dem Blickfeld geraten ist. Ne. Dann ist bei kleinen Kindern, dann ist der Schrecken groß und die Tränen auf und das Weinen auf. Das ist auch gut, weil dann hört die Mutter das Kind, ja, und kann zu ihr hingehen oder das Kind sieht sie dann und dann kann Körperkontakt aufnehmen und sich wieder beruhigen. Okay. Das Verständnis jetzt hier, was hat das Ganze mit frühkindlicher Bildung zu tun, ist eigentlich, dass man, wenn man das so versteht und auch so annimmt, ja, davon ausgehen muss, dass ein Kind, um die Bildungsangebote in der Kindertageseinrichtung nutzen zu können, dort auch eine sichere emotionale Basis braucht. Kinder brauchen im Kontext dieser Betreuung außer Familie eben eine feste Bezugsperson, die eine vertraute Bezugsperson ist, von der aus sie explorieren können. Und damit so etwas für das Kind erreichbar ist oder auch erlebbar ist, braucht es eine behutsame Eingewöhnung, die gemeinsam mit den Eltern geplant und durchgeführt wird. Ich denke, das kennen Sie alle, diese Eingewöhnungskonzepte, dass man eben über mehrere Wochen, 6 Wochen etwa, das Kind von seinen Eltern begleitet wird, von einem Elternteil begleitet wird und dann so stufenweise eben an seine Bezugserzieherin und an diese neue Umgebung gewöhnt wird, sich dann lösen kann von der Mutter und von dem Vater und dann auch mal eine Weile dort erstmal alleine bleiben kann, bei einer Brotzeit oder bei was auch immer. Und dass dann diese Eingewöhnung dann gelungen ist, wenn das Kind diese Bezugserzieherin als sichere Basis akzeptiert, weil ihr aktiv Trost sucht oder auch aktiv sich sozusagen, wenn es müde ist oder sich nicht so wohl fühlt, dann einfach zu ihr auf den Schoß geht, sich da so ein bisschen ausruht, ein bisschen Sicherheit tankt und dann wieder loslaufen kann. Der Punkt ist, was ich versuche, den pädagogischen Fachkräften und auch den Eltern oder auch wem auch immer ich Vorträge halte, zu erklären, ist, dass wir wirklich sehr sicher und sehr genau wissen, dass Kinder im ersten Lebensjahr ihre primären Bindungsbeziehungen aufbauen. Das heißt, wenn ich jetzt nach dem Mutterschutz in der Situation bin, dass ich als Mutter, als Vater, dass wir das Kind außer Familie betreuen lassen müssen, dann würde ich empfehlen, eine Tagesmutter zu nehmen. Denn so wie die meisten Krippen ausgestattet sind, ist es schwierig, auf die Signale und die Bedürfnisse von Säuglingen in so kurzen Zeitabständen. Die brauchen ja alle 20 Minuten irgendwas, ja, so und vielleicht noch häufiger. Und man kann eben nur ein Baby auf einmal wickeln und man kann auch nur ein Baby auf einmal füttern. Ja, also es geht einfach nicht anders. Ja. Und man kann auch nur ein Baby auf den Arm nehmen und in den Schlaf wiegen.
trösten. Ne? Dann müssen Eltern aber wissen, dass jetzt zum Beispiel Modell Tagesmutter das Kind sehr viel aus der Familie betreuen lassen, also ich weiß nicht, 40, 50, 60 Stunden und das Kind vielleicht auch manchmal über Nacht bei der Tagesmutter ist, dass dann diese Person diejenige ist, die sich am meisten um das Kind kümmert und dass es sein kann, dass das Kind sie als Bindungsperson annimmt, ja, und dass das Kind dann zum Beispiel weint, wenn es abgeholt wird, ja, und nach der Tagesmutter auch verlangt, ne, wenn es darunter leidet, wenn es von ihr getrennt ist. Und ganz besonders schlimm ist es dann, wenn das Eltern alles nicht wissen und dann nach einem Jahr vielleicht einen Krippenplatz bekommen haben, der meistens deutlich günstiger ist und dann ratzfatz von einem Tag auf den anderen der Kontakt zur Tagesmutter abgebrochen ist. Ja, das ist für das Kind natürlich dann ein Verlust einer Bindungsperson sein. Muss nicht, aber kann. Man muss es einfach nur wissen. Ja? Also was empfehle ich Eltern? Nutzt das Elterngeld. Ja? Und wenn ihr außerfamiliäre Betreuung in Anspruch nehmen müsst, dann nicht mehr als einen halben Tag. Das wäre so meine Faustregel. Ja? Ich werde danach immer gefragt. So, das kann aber gut gelingen. Und ich kann Ihnen ehrlich sagen, als Bindungsforscherin ist es natürlich, hat man so seine Bedenken. Weil seeing is believing. Deswegen habe ich Ihnen ein paar schöne Fotos mitgebracht. Sie sehen hier eine Mutter aus einer Krippe der Stadt München, die ihr Kind in der Früh bringt und dass die blonde Dame ist die Bezugserzieherin dieses kleinen Jungen. So, und sie übergibt den kleinen Jungen in die Arme der Bezugserzieherin, verabschiedet sich noch mit einem Küsschen. Jetzt ist dieser kleine junge Mann schon in heftigen Flirtkontakt mit der Bezugserzieherin. Hier, das kann man leider nicht gut sehen, Sie können es sicher nicht erkennen, da ist das Licht ja zu hell, sind die beiden, die Mutter und die Bezugserzieherin, im kommunikativen Blick und ja, Kontakt, sagen sich irgendwas, lachen sich zu. Der Kleine ist mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Bezugserzieherin, die Mutter verabschiedet sich, die Erzieherin winkt ihr und geht. Ne? Also, in dem Fall würde ich sagen, dieses Kind akzeptiert seine Bezugserzieherin als seine emotionale sichere Basis in dieser Kinderkrippe und akzeptiert auch diesen Übergang von der Mutter zur Bezugserzieherin. So sollte es immer sein. Ne? Gut, jetzt was hat das Ganze mit der Gehirnentwicklung zu tun? Gehirn brauchen wir ja ganz doll, wenn wir lernen wollen. Ja? Und die Erkenntnisse der Neurobiologie, Neurophysiologie, insbesondere auch die Sachen, die Anna-Katharina Braun in Magdeburg erforscht, finde ich, helfen sehr zu verstehen, was passiert da wirklich und was ist da so wichtig daran. Und das Verständnis heute von diesen frühen physiologischen Prozessen, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich da noch ein schönes Bild habe, ich habe nicht so viele Bilder mitgebracht heute. Gut, okay. Diese Prozesse im Gehirn des Kindes, das wissen Sie ja, dass wir in den ersten Lebensjahren diese exponentielle Verdichtung von neuronalen Netzwerken im Gehirn haben. Und das neuere Verständnis dieser Entwicklung im Gehirn ist, dass es eben ganz stark ab Geburt, eben besonders stark, vorher auch schon, aber besonders stark, diese Umwelterfahrungen sind, die diesen Aufbau und die Verdichtung dieser neuronalen Netzwerke, Verbindungen im Gehirn eben mit prägen, unterstützen, bedingen. Ja? Und diese frühen Bildungserfahrungen wirken sich auf die Entwicklung im Gehirn aus. Das frühkindliche Gehirn wird auch auf der Ebene der Molekularstruktur, der Entstehung von Synapsen, des Aufbaus von Vernetzung stärker durch Umwelteinflüsse, insbesondere durch Erfahrungen mit den emotional bedeutsamen Bezugspersonen beeinflusst als bisher gedacht. Es sind nicht vorrangig die Gene, das haben wir sehr lange gedacht, auch in der Psychologie und auch in anderen Wissenschaften, sondern die Erfahrungen, die das Kind vorgeburtlich und in den ersten 5 Lebensjahren mit seiner unmittelbaren sozialen Umwelt macht, eben mit seinen wichtigsten Bezugspersonen macht, die über die spätere Leistungsfähigkeit des Gehirns entscheiden. Wir wissen das aus der Forschung mit Kindern, die ganz stark depriviert waren, nämlich Anfang der 90er Jahre, als die nach der Wende Kinder in rumänischen Waisenhäusern aufgefunden wurden, die in einem sehr, sehr, sehr deprivierten, auch emotional menschlich deprivierten Umfeld aufgewachsen sind. Also gerade so, dass sie wurden ernährt, ja, aber es war sonst eben auch keine Bezugsperson für sie da.
Und viele dieser Kinder sind in einer großen Adoptionsstudie, die dann eben auch beforscht wurde, adoptiert worden zu unterschiedlichen Alterszeitpunkten. Und bei diesen Kindern kann man deutlich sehen, oder bei einigen dieser Kinder konnte man deutlich sehen, dass je länger diese Deprivationserfahrung angehalten hat, desto geringer waren die Verbindungen zum Beispiel zwischen dem limbischen System und dem Neokortex. Und das ist schwer wieder aufzuholen. Also dieser Strukturaufbau, der ist sozusagen, hat eine lange, so ein bisschen so die Grundlage auch, ne, der Prozesse, die dann im Gehirn möglich sind. Es müssen eben mehrere Areale im Gehirn gleichzeitig aktiviert werden und zusammenwirken, damit dieser Aufbau von neuen Netzwerken zwischen den Verbindungen, zwischen den Synapsen, die sich zu ganzen Netzwerken zusammentun, entstehen kann. Also einmal müssen eben diese Sinnes- und Bewegungszentren im Neokortex zusammen verbunden, also aktiviert sein, dann das limbische System, eben dieses Emotionszentrum und der präfrontale Kortex. Der Punkt ist jetzt der, dass diese gleichzeitige Stimulation dieser Areale zum Aufbau neuer Strukturen führt, die auch nachhaltig sind. Und das Entscheidende ist, dass die Erfahrungen, die das Kind macht, die Reize, die es bekommt über die Sinnesorgane, nur dann dazu führen können, dass neue Strukturen sich im Gehirn bilden, wenn das in der Beziehung zu emotional bedeutsamen Menschen, also Beziehung zu den Eltern, entsteht und passiert. Das heißt, irgendwelche Videos oder irgendwelches Baby-TV, was Kinder angeblich klüger macht, kann gar nicht funktionieren. Denn das Kind bekommt ja da nur auditive und visuelle Reize, die eben nicht eingebettet sind in eine liebevolle, emotional bedeutsame Beziehung, in der eben auf die Signale des Kindes prompt und angemessen reagiert wird. Sie wissen es alle, wir wissen es alle aus unserer eigenen Bildungserfahrung, wenn wir zum Beispiel als Jugendliche für eine Lehrerin, einen Lehrer geschwärmt haben, den ganz toll fanden, den super cool fanden, dann konnten wir vielleicht vorher eine Niete in Mathematik oder eine leuchtende Sechs in Latein gewesen sein und wurden dann zum neuen Stern am mathematischen oder am Horizont der Lateiner. Also emotionale Bedeutsamkeit und Lernen hängt ganz stark zusammen. Das, was uns völlig wurscht ist und das, was uns kalt lässt, da haben wir auch allergrößte Mühe, das zu lernen. Gut. Das heißt, die beste Voraussetzung dafür, dass über Erfahrungen mit der Umwelt, über Lernen neue Strukturen im Gehirn entstehen, ist dann gegeben, wenn das Kind in Interaktion mit seiner Hauptbezugsperson ist, als Baby, ja? Auch das kleine Kind. Weil dann eben diese vielen verschiedenen Reize, visuell, auditiv, taktil, mit dem limbischen System und dem präfrontalen Kortex vernetzt werden. Dann kommt noch dazu, dass wir wissen aus der Forschung, verschiedenen Bereichen der Forschung, aber ganz besonders auch auf der Forschung, die sich anschaut, wie funktionieren denn eigentlich diese Belohnungsmechanismen im Gehirn und was hat eigentlich, warum sind Kinder so intrinsisch motiviert, Dinge zu verstehen, zu begreifen. Ja? Wir können das dann beobachten, wenn Kinder selbst aus eigener Aktivität heraus, aus eigenem Interesse heraus erkunden, handeln, begreifen und erfahren. Und das frühkindliche Gehirn unterscheidet sich da in seinem Funktionsmechanismus von dem adulten Gehirn, nämlich da ist die Grundlage aktives Erkunden oder die Bedingung für das Lernen. Und jedes vom Kind ausgehende aktive Erkunden, Lernen und Begreifen und Verstehen wird durch Belohnungsmechanismen unterstützt. Das kann man auch wunderbar beobachten. Ja? Bei ganz kleinen Kindern schon, die so anfangen mit ihren Händen zu bewegen, die anfangen zu entdecken, was sie mit den Händen machen können, die dann ganze lange, lange, lange Momente ganz vertieft sein können in das, was sie tun. Bei größeren Kindern, ich weiß nicht, heutzutage haben wir das gar nicht mehr, aber es gibt so schöne Filme, wo das so gezeigt wird, wie ein Kind im Kindergarten hochsteigt auf ein Regal und dann den Hampelmann, ich weiß gar nicht, ob Sie noch wissen, was ein Hampelmann ist, ja? In der Zeit von Computern und ich weiß nicht, iPods, und das Kind dann eben eigentlich verbotenerweise da hochklettert und dann um sich schaut, dass auch keiner guckt, ja, und dann diesen Hampelmann umdreht und zieht an der Kordel und sieht, dass diese beiden Gummibänder, die Arme verbinden und die Beine verbinden, dann runtergezogen werden und dann die Arme und die Beine hochgehen. Und was für ein Glücksmoment das für das Kind dann ist, das erkannt zu haben und begriffen zu haben, und zwar, weil es das in diesem Moment rauskriegen wollte.
verdammt nochmal, warum bewegt sich das Ding, wenn ich da an der Kotte ziehe? Und das sind diese Belohnungsmechanismen, die dazu führen, dass wir Menschen, dass Kinder, ja, und bei Kindern können wir das wunderbar beobachten, immer weiter versuchen zu erkunden und zu verstehen. Ja? Und uns sollte es ja eigentlich auch so gehen, wenn wir etwas begriffen haben, wenn der Groschen endlich gefallen ist, wenn uns endlich was klar wird. Ja? Dann sind es ja, sollten es eigentlich, und bei Forschern müssen es lebenslang, im Moment wirklich des großen Glücks sein, wenn man sagt, oh boy, das ist jetzt doch so eine geile Theorie, da muss ich jetzt noch mal mehr dazu wissen oder wie auch immer. Ja? Und auch besonders toll sind diese Momente bei uns, wenn wir sagen, da stimmt was nicht. Und das können Sie dann nachweisen, da stimmt was nicht. Da ist nicht was, da ist was falsch gedacht worden und man kommt dann auf den Punkt, warum das so ist und knackt die Nuss. So, also das, so funktioniert es eigentlich am Anfang Lernen. Ja? Und diese Prozesse im Gehirn, die sind ja nicht zufällig so, sondern die sind so, weil sie das Überleben sichern. Ja? Und wie es dann, ich muss für dich sagen, also ich sage es also vorsichtig, auch wenn Sie jetzt dann vielleicht Tomaten rausholen oder so, wie es uns dann schafft, also sage ich mal ganz brav uns, ich bin Psychologin, nicht Pädagogin, ja, den Kindern diesen wirklich phylogenetisch angelegten Lerntrieb ja, innerhalb von wenigen Schuljahren auszutreiben, das ist eine andere Frage. Ich will jetzt hier kein Pädagogen-Bashing betreiben. Ja. Gut, also wichtig ist, frühkindliches Lernen unterscheidet sich von dem Erwachsenenlernen und es hat ganz viel damit zu tun, denn das Kind, was ich Ihnen beschrieben habe mit dem Hampelmann an der Wand, ja, das ist jetzt gleich ein altbackenes Beispiel, aber das Kind, das jetzt so sich traut und auch Lust hat und es dann auch macht, das fühlt sich in dieser Umgebung ja einigermaßen wohl und sicher. Vielleicht ist es ein bisschen zögerlich gewesen, weil es wusste, es darf eigentlich nicht auf das Buchregal steigen, aber ganz schön blöd, wenn man den Hampelmann über das Buchregal hängt. Ja? Also insofern, dieses Explorieren und dieses Freude am Erkunden, das passiert eben dann, wenn es Bindungsbedürfnisse wirklich beruhigt hat. Deswegen ist die emotionale Sicherheit umso bedeutsamer, je jünger ein Kind ist. Sie ist Voraussetzung dafür, dass das Kind sich mit seiner Umwelt aktiv auseinandersetzen kann und damit die Grundlage von Lernen. Kinder lernen in und durch Beziehung zu ihren primären Bezugspersonen. Dieses Bindungsverhaltensbedürfnis, das Bedürfnis, jemanden zu haben, gerade als kleines Kind, wo ich Trost suchen kann, wo ich mich auf den Schoß schnuckeln kann, wenn ich müde bin, wo ich Sicherheit und auch mich beruhigen kann, mit meinen Gefühlen wieder in Ordnung komme. Das sorgt ja auch dafür, dass das kleine Kind sich ganz stark ausrichtet nach diesen Bindungspersonen. Ja? Und deswegen auch sehr viel mitbekommt von dem, was sie machen. Mich fragen junge Eltern oft, oder ich werde auf den Interviews gefragt, warum wollen die Kinder immer an das Handy ran? Oder warum wollen die Kinder immer an den Laptop ran? Da sage ich, ja, weil sie als Mutter oder Vater auch ständig daran gehen. Ja? Und weil es Sinn macht in der Phylogenese, ja, dass Kinder lernen, dass Kinder ganz früh verstehen, das, was den Großen, meinen Bezugspersonen, ganz wichtig ist, wo die ständig hingucken, wo die ihre Aufmerksamkeit darauf richten, das muss überlebenswichtig sein. Also muss ich das auch rauskriegen, warum das so wichtig ist. Ne? Deswegen suchen die, also die finden das Handy in der Handtasche schneller als wir. Ne? Oder im Rucksack. Gut. Kinder lernen also in und durch die Beziehung zu ihren primären Bezugspersonen und diese angeborenen Spiegelneuronen, über die in den letzten Jahren viel geredet wurde, können sich nur dann entfalten, wenn sie durch soziale Interaktion mit den Bezugspersonen stimuliert werden. Das passiert am besten dann, wenn diese Bezugspersonen feinfühlig auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen können. Ja, wir kommen ein bisschen zur Forschung von Lilo Arnolds, die auch ein, finde ich, sehr unterhaltsames, sehr interessantes, spannendes Buch geschrieben hat, Wie viel Mutter braucht ein Kind? Und sie schreibt und forscht auch zu dem Bereich, ja, wie Kinder lernen am besten, und sagt, Kinder lernen vor allem von Menschen in sozialen Interaktionen und durch emotionale Beziehungen zu ihnen. Deshalb hängt der Ertrag früher Bildungsprozesse von Beziehungs- und Bindungsprozessen ab. Bildungsangebote werden nur dann vom Kind wirklich wahrgenommen, wenn sie in funktionierenden Beziehungen eingebettet sind, die mit denen bestehen, die dem Kind Bildung vermitteln sollen und wollen. In einer solchen Beziehung kann das Kind sich als aktiv handelnde und selbstwirksame Person erleben. Diese Eigenschaft wird, so die Bindungstheorie und Forschung, in sicheren Bindungsbeziehungen umgesetzt. Das Kind entwickelt eine sichere Bindung zu den Bindungspersonen, die feinfühlig auf seine Bedürfnisse eingehen, das heißt, die seine Signale wahrnehmen, eine geringe Wahrnehmungsschwelle haben, sie richtig interpretieren und prompt und angemessen darauf reagieren.
Das können Eltern oder auch Bezugserzieherinnen nur dann machen, wenn sie selber ein sehr unterstützendes Umfeld haben, wenn sie sozusagen selber den Kopf frei haben für die Bedürfnisse des Kindes. In einem Experiment hat Vigo Arnett mit ihrer Mitarbeiterin 106-jährige Kinder 6 Monate vor und nach der Einschulung in der Kita und zu Hause beobachtet. Die Beziehungserfahrungen mit Mutter und Erzieherin wurden eingeschätzt, unabhängig von trainierten Beobachtern, die eben den Attachment Q-Sort über Videoaufnahmen über mehrere Stunden von der Interaktion zwischen dem Kind und der Erzieherin oder der Mutter gemacht haben. Die Eltern gaben Auskunft, wie gern ihr Kind in die Schule geht, wie gern es Hausaufgaben macht, wie es von der Schule berichtet. Dann wurde in dieser ersten Zeugnisbeurteilung die Lernwilligkeit, die Anstrengungsbereitschaft, Aufmerksamkeit und Konzentration des Kindes ausgewertet und es wurden Leistungstests in Mathematik und Deutsch gemacht. Und es zeigte sich eben, dass anstrengungsbereite und lernfreudige Kinder eine gute Beziehungsqualität zu Hause und im Kindergarten erlebt und erfahren hatten und dass sie bereits durch ausgeprägte Spielfreude im Kindergarten auffielen und sich später bewährten in der Grundschule mit guten Leistungen und auch großer Anstrengungsbereitschaft. In einem weiteren Untersuchung, finde ich, wird das noch viel deutlicher. Da wurde untersucht, wie nachhaltig fördern oder hemmen die Beziehungserfahrungen des Kindes den Lernprozess. Und dem Kind das Kind sollte am Computer Aufgaben lösen und dann wurde subliminal das Foto der Erzieherin bzw. der Lehrerin eingeblendet, deren Beziehungsqualität bekannt war. Ja? Und zwar das Foto wurde eingeblendet in einer so extrem kurzen Zeit, dass man es nicht bewusst wahrnehmen kann. Ja? Also als subliminale Botschaft. Die ersten Analysen dieser experimentellen Anforderungen zeigen, dass es zu kurzen Reaktionszeiten und vielen Fehlern kommt, wenn das Kind von einer Person beim Lösen der Aufgaben subliminal gestört wird, mit der es eine belastende Beziehung hat. Es arbeitete langsamer, aber auch sorgfältiger, wenn die Beziehungsqualität der eingeblendeten Person als unterstützend und anregend eingeschätzt wurde. Und das alles bei Kontrolle des Intelligenzquotienten der sozusagen dessen, was das Kind eben an Problemlöseleistung hat. Also wir sehen, dass das Kind durchaus, denke ich mal, den Erfahrungen, die wir vielleicht auch in der eigenen Bildungsbiografie gemacht haben, durchaus das zeigt. Was es aber, finde ich, auch sehr zeigt, ist, dass es ja auch darum geht, dass die Kinder in den ersten Jahren und insbesondere ja auch in den frühen Bildungsprozessen ja auch Lernkompetenz lernen, eigentlich grundlegend erfahren und sich für sich erlernen müssen. Und Kinder, die sehr unglücklich sind, die sehr belastete Beziehungen zu ihren pädagogischen Fachkräften, Bezugserzieherinnen oder eben auch zur ersten Grundschullehrerin oder Grundschullehrer haben, die, denke ich, belasten diese Erfahrungen emotional in einer Art und Weise, dass es auch ihren Lernerfolg und dieses grundlegende Erleben, das Lernen glücklich macht, das etwas Neues zu begreifen, etwas sehr Positives ist, was man immer wieder erleben möchte. Und das ist, denke ich, schon sehr schlimm, wenn das sozusagen eine kontinuierliche negative Erfahrung, das sozusagen so früh schon ein Stück weit ja, negativ begleitet, ne? Und untermalt. Ja, ich habe Ihnen gesagt, dass ich Ihnen noch was erzählen möchte von der Forschung von Tomasello und von Sarah Hardy. Michael Tomasello hat sich viele Gedanken darüber gemacht, wie Kommunikation entsteht oder entstanden ist bei den Menschen, warum wir Menschen so früh schon mit dem Sprechen anfangen, ja, mit dem Verständnis für Sprache. Sie wissen ja, dass so die ersten Worte kommen beim Kind so um den ersten Geburtstag, einige sind ein bisschen früher dran, einige ein bisschen später, aber wenn das Kind die eigenen ersten Worte spricht, versteht es ja schon ganz, ganz, ganz viele Worte, ja, und Ausdrücke und ganz viele Kommunikationsinhalte und Formen. Und die Sarah Blaffarardi, die sich sozusagen kulturhistorisch und auch in der Verhaltensforschung und Tierreich, insbesondere bei den Primaten, angeschaut hat, wann ist es für das Überleben
günstiger, wenn nur die Mutter das Kind, denken Sie an die, was die Mehrzahl, zumindest so beschreibt sie das, die Mehrzahl der Affen, da ist es so, dass das Jungtier erst nur im Fell der Mutter ist und überhaupt nur von der Mutter versorgt wird und kein anderer darf dann. Das hat auch was damit zu tun, dass natürlich die zum Beispiel Kämpfe von Alpha-Tieren dazu führen, dass ja auch Jungtiere getötet werden, wenn neue Alpha-Tiere in die Gruppe kommen. Und sie sagt eben, dass da, wo mehrere Bezugspersonen, es gibt so Naturvölker, wo bis zu 19 Bezugspersonen, das ist dann so eine Art Gruppe, Sippschaft, die zusammenlebt, einige wenige Naturvölker, die eben so Sammler oder Jäger und so weiter sind, wo man das beobachten kann. Da sagt sie, da ist es natürlich so, dass das Kommunikation sozial kompetenteste Säugling die besten Chancen hat. Ja? Je mehr dieser potenziellen Bezugspersonen das kleine Baby für sich gewinnen kann, ja? Und je mehr Aufmerksamkeit und Zuwendung und damit auch Nahrung es darüber eben bekommen kann, desto besser für seine Überlebenschancen. Desto mehr Schutz, desto mehr Aufmerksamkeit bekommt es, desto mehr wird es von Gefahren rechtzeitig geschützt. Ja? Jetzt zeige ich Ihnen noch einen kleinen Film. Ich hoffe, das funktioniert für mich auch eigentlich. Wo ist die Maus? Da ist die Maus. Okay, probieren wir es mal. Sie sehen einen Film von Warnecken und Tomasello. Warnecken ist ein Mitarbeiter von Tomasello. Und sie haben diese Filme ins Internet gestellt. Die kann man sehen. Kann man sich runterladen. Und Sie sehen einen kleinen Jungen. Ich denke, der ist gut anderthalb Jahre alt, in einem für ihn fremden Raum. Die Mutter sitzt in der Ecke. Und Herr Warnecken kommt rein und zeigt ein seltsames Verhalten. Das Kind kennt ihn nicht, ja, und versucht sich einen Reim daraus zu machen, was da passiert. Tomasello und seine Arbeitsgruppe haben sehr viele solcher Experimente gemacht und Filme gemacht und viele Konstellationen gemacht und das verglichen mit Schimpansen. Und die haben herausgefunden, dass, das finde ich sehr interessant, dass die soziale Kompetenz und Intelligenz, kommunikative Kompetenz und Intelligenz, wenn Sie wollen, bei zweijährigen Kindern im Schnitt deutlich signifikant höher ist als bei Schimpansen, aber die kognitive Intelligenz, auf die wir Menschen uns so viel einbilden, nämlich Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, Gedächtnisleistungen, Gedächtnisspeicher, ja, dass da die Schimpansen für uns Menschen, zumindest in den visuellen Verarbeitungen von Informationen, immer überlegen bleiben werden. Ja? Und aber das zweijährige Kind in seiner Kommunikation und Kooperationsfähigkeit ist auf dem schlauen, klugen Schimpansen deutlich überlegen. Die Bereitschaft, gemeinsam Ziele zu verfolgen, auch wenn sie nicht dem eigenen Nutzen dienen. Niemandem anderen, also der kleine Junge hat ja nichts davon, dass er dem etwas seltsam sich verhaltenen Assistenten da den Schrank aufmacht. Ja? Wird ja auch nicht von seiner Mutter aufgefordert. Macht er einfach so. Ja? Es gibt auch Experimente, die die gemacht haben, finde ich ganz beeindruckend, wo Kinder, die sich jetzt nicht kennen, auch zweijährige Kinder, in so einer Versuchsanordnung beide gleichzeitig an einer Schnur ziehen müssen, damit in der Mitte ein Schälchen mit Gummibärchen rauskommt. Und manchmal ist es schon so, dass einer von den Zweijährigen versucht, dann bei den vier Gummibärchen drei zu ergattern. Aber meistens, also fast immer ist es so, dass der andere ihnen sagt, oder das andere Mädchen ihnen dann sagt, nee, nee, Moment mal hier. Ne? Also zweijährige Kinder checken schon, ne? Dass 4, 2 plus 2 ist. Ne? Also zumindest, dass es zweimal eine gleiche Menge gibt. Ne? Und die einigen sich dann darauf. Bei Schimpansen ist es so, dass die das schon rauskriegen, dass die beide ziehen müssen, aber dass das dominante Tier dann immer die ganze Belohnung bekommt. Ja? Und es gibt noch mehrere Versuche mit Kindern, wo das eine Kind zuerst eine Belohnung bekommt, aber dem anderen Kind dann noch helfen muss, damit das auch seine Belohnung bekommt. Und er hat in den Versuchen, die er gemacht hat, mit mehreren Zickkindern eben gezeigt, dass es eigentlich keinen Fall gab, wo das Kind, was seine Belohnung schon hatte und was er nichts mehr zu kriegen hatte, ja, dem anderen Kind nicht geholfen hätte. Also, diese frühe Bereitschaft zur
Kooperation, ja, das Verfolgen eines Ziels oder jemandem anderen, Fremden in dem Fall, zu helfen, sein Ziel zu erreichen, ohne selber einen Nutzen zu haben. Ja, die ist also schon sehr, und auch die Fähigkeit zu kapieren, was der braucht. Ja, das kann man, diese Experimente wurden also noch sehr viel komplizierter gemacht, wo man sich echt denkt, eigentlich kann das Kind noch gar nicht mehr checken, worum es da geht. Und trotzdem haben die dann noch ganz, manche kleine Kinder auch mit einer ganz höflichen Geste, sozusagen dem anderen zu verstehen, dem Erwachsenen, dem total doofen Erwachsenen, vorsichtig zu verstehen, wie er es jetzt machen könnte. Ja? Und das aber auch sehr kommunikativ, sehr geschickt gemacht haben. Also Kinder im zweiten Lebensjahr zeigen bereits erstaunliche Fähigkeiten zur Kooperation, nicht nur gegenüber Erwachsenen, auch gegenüber Gleichaltrigen. Ich kann mich erinnern, so in den 80er Jahren, da hieß es noch, also kleine Kinder, ne, die kann man ja nicht zusammen in eine Gruppe tun, weil die reißen sich ja die Ohren ab. Tun sie nicht. Ja. Sie erkennen Ziele anderer und helfen ihnen spontan, diese zu erreichen. Kinder sind Primaten bereits im Alter von 2 Jahren in ihrer sozialen Kompetenz überlegen. Nicht aber in kognitiven Intelligenz. Die Sarah Blaffer-Harvey sagt, im Unterschied zu Primatenjungen werden menschliche Säuglinge kulturhistorisch gesehen vorwiegend von mehreren Bezugspersonen gleichzeitig aufgezogen. Durch die Anpassung an verschiedene Bezugspersonen haben sich frühe soziale Kompetenzen eben als Selektionsvorteil herausgebildet. Diese Ergebnisse zeigen, Kinder sind schon sehr früh zu sozialen Kontakten und Kooperationen zu anderen Erwachsenen und anderen Kindern fähig und motiviert. Kinder können von mehreren vertrauten und liebevollen Bezugspersonen nur profitieren. Vielleicht ist es also gar nicht das Beste für ein Kind in den ersten Lebensjahren, nur ganz allein bei der Mutter zu sein. Wir können diese Erkenntnisse dazu nutzen, um die Bildungsqualität zu verbessern, weil einerseits Kinder in ihren sehr frühen sozialen und kommunikativen Kompetenzen und in ihrer Kooperationsfähigkeit nach wie vor, denke ich, unterschätzt werden. Andererseits bieten wir ihnen in den Bildungsinstitutionen, und zwar insbesondere in den ersten Jahren, wo Kinder ja wenig Gestaltungsmöglichkeiten haben. Na, die können sich ja nicht aussuchen, wo sie hingehen. Die können sich ja dann nicht irgendwie, wie Sie hier an der Uni, ich hoffe, das geht immer noch, weiß ich nicht, die Kurse zusammenstellen. Vielleicht nicht mehr. Ja, vielleicht müssen Sie ja auch mit den Dozenten nehmen, die Sie haben, aber gut. Kleine Kinder sind dann noch sehr viel stärker von den Umweltgegebenheiten abhängig und haben weniger Möglichkeit, sich das zu relativieren. Ja, also wenn die Lehrerin das Kind immer wieder ausgrenzt, das Kind immer wieder demütigt, dann wird das Kind das ja auf sich beziehen und nicht sagen, naja, sie hat ja echt den Knall, zu der gehe ich nicht mehr hin. Ja? Also wir bieten Kindern in den ersten Lebensjahren und in den Bildungsinstitutionen nicht die Beziehungsqualitäten an, die sie brauchen, um sich optimal entwickeln und entfalten zu können, optimal lernen zu können. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Becker-Scholl. Trotz der fortgeschrittenen Zeit haben wir natürlich heute auch Gelegenheit, Nachfragen zu machen oder Anfragen. Hier haben das Wort. Bitte. Ja, zu dem Punkt mit Kindertagesmodellen, wäre es nicht vom Vorteil, mehr Werbung zu machen, dass das mehr in Anspruch genommen wird in Deutschland? Naja, die Sache mit der Qualifizierung und der Qualität ist in Deutschland wieder grandios geregelt, ne? Mit 16 verschiedenen, mindestens 16 verschiedenen Modellen, wenn es nicht noch schlimmer ist. In Bayern ist das von Jugendamt zu Jugendamtsbezirk unterschiedlich. Und ich denke, dass wir, wenn wir das machen würden, ja, dann eben auch dafür sorgen müssten, dass Tagespflege, dass man bei öffentlich geförderter Tagespflege als Eltern davon ausgehen kann, dass die Qualität wirklich gegeben ist, dass die Ausbildung gegeben ist und dass die fortlaufende Fort- und Weiterbildung und so weiter gegeben ist. Und wenn Tagespflege, und das ist es immer noch, für manche Kommunen einfach die billigere Lösung ist, als der Bau einer Krippe und der Betrieb einer Krippe, dann kann ich nicht guten Gewissens das Eltern empfehlen. Ja? Aber nichtsdestotrotz, es ist sehr unterschiedlich, regional sehr unterschiedlich, ich weiß das nicht, wie das in Niedersachsen ist, aber ich weiß, dass es in Bayern eben sehr unterschiedlich ist, wo sich Tagesmütter zu Verbänden zusammentun, zu Vereinen zusammentun, selber sich Fortbildung organisieren, sich Supervision organisieren, wirklich super organisiert sind, es mit Leidenschaft und Herzblut machen, da ist das natürlich eine tolle Sache, das ist ganz klar. Nur das ist die, also zumindest in Bayern ist das noch nicht die Regel, sondern es hängt von dem Engagement ab und wie es bei uns kam, vor ein paar
ja, ich glaube vor 2 Jahren oder ein, zwei Jahren, kam die Anfrage von einigen Kommunen, größeren Kommunen, nicht ganz großen, aber etwas größeren Kommunen, ja, ob man denn da nicht die arbeitslosen Frauen, ne, die ALG-2-Bezieherinnen als Tagesmütter da fortbilden könnte. Ne? Dann hätten wir die ja sozusagen weitergebracht. Ne? Und das sind so Sachen, wo ich sage, naja, also wenn man darüber noch so nachdenkt, kann ich einfach als Bindungsforscherin und Entwicklungspsychologin das nicht so einfach so haben. Wenn sich da mal richtig was tut und da die Leute richtig gut ausgebildet sind, einige Kommunen in Deutschland, da ist es ganz klar, dass die Jugendamtsleiter sagen, Förderung gibt es nur, wenn das mögliche Maximum an Ausbildung und Fortbildung für die Tagesmutter und kontinuierliche Nachweis der Weiterbildung geleistet wird. Und da ist dann auch eine gewisse Voraussetzung da. Ne? Aber Sie haben recht, wenn wir uns anschauen, was Kinder brauchen, was sehr kleine Kinder brauchen, dann würde ich sagen, im ersten Lebensjahr, wenn man eine gute Tagesmutter findet, ist das sicher die bessere Lösung. Also mehr Werbung machen würde ich gerne, aber dann gescheit. Haben Sie hier alle so lange ausgehandelt, ich bin im letzten Raum, aber bitte sehr. Sie haben ja vorhin was von den Spiegelneuronen erzählt. Mhm. Können Sie das vielleicht mal genauer erklären, was das genau ist? Also ich bin keine Neurobiologin, aber was klar ist, denke ich, das kann man eigentlich auch recht gut zusammenbringen mit diesen längsschnittlichen Eindrücken aus der Bindungsforschung. Wir sagen, dass Kinder, die im ersten Lebensjahr eine feinfühlige Zuwendung durch ihre Eltern bekommen haben und eine sichere Bindung entwickelt haben, dass diese Kinder im Verlauf ihrer Entwicklung, später im Alter von 5-6 Jahren, im Grundschulalter, im Jugendalter, bis hin in das junge Erwachsenenalter hinein, insbesondere eine bessere Kompetenz in nahen Beziehungen haben. Zum Beispiel als 25-Jährige dann die für sie glücklicheren, positiveren Partnerschaften haben, ja? Und auch beschreiben können, warum das so ist. Und ich denke, dass die, jetzt komme ich gleich zu den Spiegelneuronen, dass die eine, aus meiner Sicht, fast die wichtigste Funktion von Bindungsbeziehungen ist, dass das Kind, das ja mit den Emotionen auf die Welt kommt, durch die in der Beziehung zu einem hoffentlich feinfühligen Elternteil die Gelegenheit bekommt, dass seine Gefühle zunächst external gut reguliert werden. Wir machen nichts anderes. Wenn ein Baby schreit, nehmen wir es auf den Arm und trösten es. Was ist das? Externe Emotionsregulation. Ja, je besser die Passung ist zwischen den Emotionen des Kindes und dieser externen Regulation, je feinfühliger die Eltern das machen, desto besser kann das Kind lernen, seine Gefühle zu regulieren. Ja, aber was das Kind nämlich auch lernt, ist eben, und das ist ja ganz wichtig, das Kind weiß ja nicht, wenn es auf die Welt kommt, was es für ein Gefühl hat und warum es dieses Gefühl hat und wie es am besten damit umgeht. Ja, und das lernt es eben in der Beziehung. Und da spielen bei diesem Lernen, ja, ich habe einen Zustand und der andere macht was und zeigt einen bestimmten Gesichtsausdruck dazu, ja, empathisch, beruhigend, wie auch immer, ja, da spielen auch Spiegelneuronen eine ganz große Rolle, zumindest eben auch diese Anteile des, also andersrum, viele Erzieherinnen fragen mich, ja, was muss ich denn machen, damit Kinder mitfühlend und empathisch und hilfsbereit werden. Ja, oder die Leute in den Fachakademien oder Fachschulen fragen mich, ja, was müssen wir denn machen, damit die Erzieherinnen feinfühlig werden? Dann sage ich, ja, ihr müsst selber feinfühlig mit ihnen umgehen. Ihr müsst ihnen das erleben lassen. Und in diesen Bereichen der Emotionsregulation, aber auch des Emotionsverstehens, ja, und auch des Verstehens, was mache ich dann? Also in der Partnerschaft, ich bin in einer Partnerschaft und mein Partner hat irgendwas ganz Böses erlebt und ist total fix und fertig und traurig, ja. Wenn ich das früh schon gelernt habe, Beziehung zu nutzen, um meine Gefühle zu regulieren und es aber auch kann, jemandem anderen in der Beziehung zu helfen, deine Gefühle zu regulieren, dann mache ich das besser und dann klappt es meistens auch besser. Ja? Und da denke ich, spielen auch die Spiegelneuronen eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Nicht nur, aber auch. Also in diesem sozialen Kompetenz, Gefühle lesen können und wissen, was man dann tun muss und wissen, wie der andere sich fühlt. Ja? Der da eben ganz still geworden ist und gar nichts mehr sagt oder nicht erblasst ist und ja, wie auch immer, ja, sich eigentlich zurückziehen will oder wie auch immer. Ja? Aber nachlesen können Sie bei Joachim Bauer. Wie heißt das schöne Buch? Warum ich fühle, was du fühlst oder so ähnlich. Also es gibt einige Bücher, die wirklich populärwissenschaftlich, aber sehr schön geschrieben sind. Vielen
wo man in Fußnoten viel wissenschaftliche Literatur und Info bekommt, aber wo man wirklich den Text auch einfach so ganz wunderbar lesen kann. Der ist der so, Spiegelneurone-Autor. Ja, also er forscht dazu gar nicht so viel selber, aber er hat es ja schon zusammengestellt. Bitte? Ja, ich würde mal fragen, Sie haben ja gesagt, früher wurden Säuglinge ohne Narkose operiert. Ja, also zumindest hat es sehr lange gebraucht, bis man verstanden hat, dass Kinder, also übrigens, ja, also das hat es gegeben in der Medizin, aber ich weiß nicht mehr genau bis wann, ja, aber was ganz sicher ist, ist, dass der René Spitz in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts ja der Erste war, der diesen Hospitalismus beschrieben hat und gesehen hat, dass wenn die Kinder bestens versorgt sind, Babys, Säuglinge, getrennt von der Mutter, aber bestens versorgt, hygienisch sehr gut versorgt, mit vitaminreicher Kost, dass die dann eben durch die Trennung und durch das Fehlen einer Bezugsperson, einer Bindungsperson, dass die eben in ihrer Entwicklung regrediert sind, selbstverletzendes Verhalten gezeigt haben, Kinder, die schon zum Beispiel sich aufrichten konnten, stehen konnten, ja, dann nur noch liegen konnten, dass das Immunsystem in den Keller gegangen ist, dass die Kinder dann, einige dieser Kinder dann an Infektionen erkrankt sind und gestorben sind, ja, die eigentlich unballgesund waren. Ja. Ich denke, dass ich habe es noch erlebt, ich bin jetzt Anfang 40, ich wurde als dreijähriges Kind an den Mandeln operiert, das hat man damals sehr oft gemacht, war dann 14 Tage im Krankenhaus und meine Eltern konnten mich nur sonntags zwischen 3 und 4 besuchen. Und ich war lange, lange krank. Und danach auch noch sehr lange krank. Und es hat ewig gedauert, bis sich diese Wunde verheilt ist. Ja? Und es war damals ganz selbstverständlich. Ja? Und diese Sachen, die wir jetzt hören aus den Kinderheimen und so weiter, dieses fehlende Verständnis dafür, dass erstens Kinder unter der Trennung von ihrer Bindungsperson furchtbar leiden, ja? Aber überhaupt, dass Kinder ja auch den Verlust, also früher hat man gedacht und auch noch zu Bowlbys Zeiten gedacht, wenn die Mutter stirbt und das Kind ist unter 3 Jahre alt, dann erinnert sich das ja gar nicht mehr an die Mutter. Ja, also das Kind in dem Alter, das hat auch keine Trauer und keinen Kummer und gar nichts. Und er hat halt beschrieben, wie diese Trauer genau abläuft und wann das eben, ja, wie schlimm das für die Kinder ist und wie schlimm das ist, wenn dafür kein Verständnis ist und wenn auch sonst keine Bindungsfigur zur Verfügung steht. Ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Und für das Gehirn der Kinder ganz schlimm. Ja, ganz wenig, ganz schwierig, weil in unserer Gesellschaft jeder, der Hilfe sucht, ein Versager ist. Schon ein großes Problem. Also ich glaube, Kinderärzte sind ja da auch in Deutschland durchaus auch sensibilisiert worden und fragen pflichtgemäß bei dieser U1, U2, U3, vor allem U2, U3, U4, die Mütter immer, wie geht's ihnen? Ja? Und die Mütter, die beißen die Zähne zusammen. Und wenn sie noch so fertig sind, dem Arzt werden sie es nicht sagen. Ja? Also die allermeisten. Und da sind diese Projekte, so Präventionsnetzwerke, wie es ja auch in Deutschland gibt, zumindest in einigen Kommunen, kennen Sie vielleicht das Präventionsnetzwerk in Dormagen. Da versuchen die ja wirklich da werden alle Eltern in der Stadt, das ist so eine 50.000 Einwohnerstadt, so recht typisch für Deutschland, da werden alle Familien, wo ein Neugeborenes da ist, nach der Rückkehr aus der Klinik, besucht von 2 Mitarbeitern aus dem Jugendamt, die auch geschult sind. Und da wird den Familien ein großes Willkommenspaket überreicht und den Familien wird auch Hilfe angeboten im ganzen Papierkram. Ja? Also alle Anträge, die man da braucht oder was auch immer, wird ihnen Hilfe angeboten. Und die Mitarbeiter schauen aber auch, wie ist die Situation der Mutter mit Baby und ist da jetzt die große Verwandtschaft aus, ich weiß nicht wo, angereist und versorgt die beiden gut oder ist die vielleicht ganz alleine und hat gar niemanden? Ja? Und ist da Gefahr in Verzug oder Unterstützung notwendig? Und wie das in so einer ganz normalen Stadt ist, ist es dann, wenn wir jetzt, weiß ich was, 20 Familien besucht haben, dann haben sie bei 4 Familien irgendwie, besteht Grund zur Sorge, dass denen was fehlt, dass sie Hilfe brauchen. Und bei 2 Familien ist es vielleicht so, dass sie sofort Hilfe brauchen. Ja? Und da wird es dann eben
niederschwellig wirklich angeboten und unterstützt. Und Eltern sind in dieser Phase sehr bereit, Hilfe anzunehmen. Und natürlich werden alle Familien ausnahmslos besucht, sodass das keine Stigmatisierung per se ist. Und diese Kinder werden dann, diese Familien, also wirklich relativ frühzeitig eben zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass alle Kinder, insbesondere auch der Familie mit Migrationshintergrund, als Dreijährige im Kindergarten kommen. Die Eltern werden dahingehend beraten, unterstützt, ja, und es funktioniert. Bis dahin, dass die Grundschullehrer diese Kinder, wenn sie in die erste Klasse kommen, bis Weihnachten jedes Kind aus ihrer Klasse zu Hause besucht haben. Mit dem Erfolg, dass dann die Familien mit Migrationshintergrund sagen, ja, also der Lehrer hat es Ehre erwiesen, wenn der einlegt, müssen wir auch kommen. Dann treiben sie irgendjemanden auf, der ein bisschen Deutsch kann, kommen. Ja. Und sowas, solche Netzwerke funktionieren, denke ich, sehr gut. Aber es ist eben nicht mit Sachen wie einfach nur Familienhebammen, das ist nicht getan. Denn ich denke, die Familien, die von Depressionen gefährdet oder wo eine Depressionsgefährdung da ist, sind ja eher die, wo die Eltern, die Mütter insbesondere sehr hohe Ansprüche an ihre eigene Leistung und Kompetenz stellen und eben in der Überforderungssituation und in dem fehlenden Unterstützung da am ehesten Gefahr laufen, sozusagen erschöpft und an die eigenen Grenzen zu kommen. Deswegen Karin Grossmann formuliert es sehr schön, die sagt, weil wenn ein Kind Neugeborenes da ist, dann braucht es ganz viele Helfer am Nest. Ja? Und wir kennen das ja auch aus anderen Kulturen. Die Grossmanns waren ein halbes Jahr in Papua-Neuguinea, so einer Insel, wo die Leute noch sehr ursprünglich leben. Und dann, wenn eine Frau ein Baby bekommt, dann kommt sie in so eine Art Frauenhaus, wo sie dann 6 Wochen von den anderen Frauen dieser Community, naja, von den etwas älteren Frauen dieser Community, die selber keine ganz kleinen Kinder zu versorgen haben, 6 Wochen lang betütet wird. Ja? Jeder Wunsch von den Augen abgelesen wird und sie hat dann Zeit, sich nur mit dem Baby so zu akklimatisieren und zurechtzukommen. Sie muss nichts anderes machen, muss sich nicht um die anderen Kinder kümmern, muss sich nicht um den Garten kümmern und um die Nahrung suchen und so weiter kümmern. Und dieses Verständnis fehlt bei uns, finde ich. Also dieses Selbstverständlich, dass Eltern, die zum ersten Mal ein Baby haben, ja oft ist es das erste Kind, das sie im Arm halten. Ja? Wir haben ja oft noch keine Erfahrung damit. Und da ist meines Erachtens nach, könnte man da noch sehr viel mehr machen. In Bayern sprechen wir gerade in einem ganz anderen Zusammenhang von der Willkommenskultur. Das könnten wir in dem Zusammenhang auch. Ja, ich habe mal gelesen, dass es auch so ist, dass bei Müttern, die halt irgendwie Depressionen haben zum Beispiel, dass es da auch öfter bei den Kindern zu plötzlichen Kindstod kommt. Können Sie das bestätigen? Oder also ich meine, das wäre ja auch irgendwie vielleicht nachvollziehbar, wenn man sagt. Ja, also ein bisschen andersrum. Die Annahme, die wir hier in Deutschland und in Westeuropa haben, dass ein Baby möglichst früh alleine in seinem Zimmer schlafen sollte. Das ist wirklich etwas, das nur unsere Gesellschaft kennt. Andere Gesellschaften, asiatisch insbesondere und auch durchaus hochtechnologisierte, Hongkong zum Beispiel, die kennen das nicht. Da käme keiner auf die Idee, und in Papua-Neuguinea schon dreimal nicht, ja, selber in die Hütte zu gehen, wenn es dunkel wird, und das Kind dann aber im Urwald auszusetzen. Also das würde ja keiner machen. Ja. Und je weiter in den asiatischen Raum sie kommen, desto unverständlicher ist diese Vorstellung für die Menschen dort. In Hongkong ist es so, dass das überhaupt nicht gibt, dass man dass das Baby nicht im Körperkontakt zur Mutter schläft. Ja. Und die kennen den plötzlichen Kindstod nicht. Und es gab irgendwelche größeren pädiatrischen internationalen Konferenzen, wo die diesen Begriff nicht verstanden haben. Egal, wie man den übersetzt hat. Ja? Egal, welche Sprache man den übersetzt hat. Die haben diesen Begriff nicht kapiert. Ja? Und die kennen dieses Phänomen nicht. Natürlich sterben dort auch Kinder. Natürlich haben Kinder dort auch angeborene Herzfehler und Infektionen. Ja? Aber plötzlicher Kindstod, ohne physiologische, ohne medizinische Ursache, das kann man überhaupt nicht. Und wir haben auch deutlich weniger postpartale Depressionen. Also offenbar hängt das irgendwie zusammen. Es gibt Annahmen, dass das Kinder, das plötzliche Kindstod kommt ja besonders häufig zwischen dem 3. und 4. Monat vor, dass Kinder da auch aufgrund dieser physiologischen Reifeprozesse, die im Körper entstehen, im Schlaf in eine ganz tiefe Schlafphase kommen, wo der Herzschlag sich so verlangsamt, dass es eben zum Tod kommen kann. Und wenn diese Kinder im Körperkontakt zu Erwachsenen schlafen, ja, dann ist sozusagen ständig irgendwie eine Stimulierung da, ob durch Geräusche, ob durch Bewegung, ob durch Positionsveränderungen der erwachsenen Person, ob durch das Schnarchen des Vaters, wie auch immer, ja, sodass es gar nicht zu diesem
so tiefen Schlaf kommt. Das ist eine Erklärung, die es in dem Zusammenhang gibt. Ja? Aber es ist ein ganz schwieriges Gebiet, denn wir wissen leider oft nicht, also das ist ja immer ganz schwierig, wenn sowas passiert. Es passiert Gott sei Dank selten und es ist dann auch sehr schwer, in diesen Familien dann auch irgendwie Forschung zu betreiben. Das kann man ja auch verstehen. Ja? Okay? Ja, meine Frage ist bezüglich des Kindeswohlgefährdung. Also es wird ja meistens versucht, die Kinder so lange wie möglich in den Familien zu lassen, um zu gucken, ob man der Mutter vielleicht noch helfen kann. Glauben Sie, dass es Sinn macht? Oder? Ja, und zwar dann, wenn man es richtig gut macht. Wenigstens STEEP-Projekten. STEEP, ist das ein Begriff hier? STEEP? Okay, das ist auch ein Präventionsprojekt, auch bindungsbasiert, kommt aus der Gruppe um Srove und Egeland in Minnesota, Bindungsforscher, die in Risikostichproben Bindungsforschung gemacht haben. Und die haben es entwickelt und das kann man hier in Deutschland, wird es auch angewendet, zum Beispiel Gerhard Süß in Hamburg macht es, bildet auch aus, in Köln kann man das auch lernen. Das ist eine bindungsbasierte Fortbildung und Begleitung, die sich an Professionelle, also Profis richtet, die eben in Jugendämtern, im Sozialdienst Familien in Risikolagen begleiten und die eben Müttern, die eben ein Kind bekommen, die bekommen eine Begleiterin, eine STEEP-Begleiterin, also STEEP steht für Steps Towards Enjoyable Enhancing Parenting, und die bekommen eben eine Begleiterin und sind auch in kleinen Gruppen zusammengefasst und bekommen so eine kontinuierliche Unterstützung. Und die primäre Aufgabe dieser Begleiterin, also Sozialarbeiterin, ja, die dafür ausgebildet ist, also diese Ausbildung geht 2 Jahre berufsbegleitend, und diese STEEP-Beraterinnen sind selber haben selber Teams und haben selber Supervision, das brauchen die auch, weil es sehr anstrengend ist, diese Arbeit zu machen. Und die bauen ein Vertrauensverhältnis zu diesen Werdenden und dann Müttern auf, dass, wenn es gut läuft, so gut ist, dass sie mitbekommen, wie es den Müttern geht, und dass dann diese Mütter auch im Vertrauen zu diesen Stilberaterinnen auch sagen, wenn sie das Gefühl haben, sie packen das nicht mehr mit dem Kind. Oder sie haben Angst, dass sie dem Kind was antun. Und das, sicher gibt es Fälle, wo das nicht funktioniert, aber die Erfahrungen, die es gibt damit, mit diesen Programmen, ja, die sind natürlich sehr intensiv, auch sehr personalintensiv, sind doch so, dass man einmal durch diese Begleiterin und das Vertrauensverhältnis, die arbeiten auch mit Videofeedback, also Stärken der Mütter, und andererseits durch diesen Zusammenhalt in der Gruppe, der da entsteht und dieses dadurch Rauskommen aus der Isolation, also die haben jede Woche haben die zu treffen, ja, und meistens bestehen dann, wenn das alles gut läuft, über die 1,5 oder 2 Jahre diese Gruppen von Müttern viele, viele Jahre weiter. Ja? Und die holen sich dann, wenn sie es brauchen, irgendwie Rat oder Unterstützung oder holen sich jemanden zu ihnen zu einem Thema, das ihnen wichtig ist, was erklärt. Aber das ist ein Projekt, was wirklich genau den Familien hilft oder den Müttern hilft, die das eigentlich gerne gut machen wollen mit ihrem Kind, ja? Die sich auf dieses Kind freuen, die wirklich eigentlich das besser machen wollen als alles, was sie selber erlebt haben, und das aber alleine eigentlich nicht die Ressourcen haben, das wirklich gut hinzukriegen und nicht in diese Überforderungsspirale zu kommen. Also da gibt es auch gute erste Evaluationsergebnisse, funktioniert. Ist bindungsbasiert und funktioniert. Dann wird eigentlich diese STEEP-Begleiterin zur sicheren Basis für die Mutter. Und das ist das Ziel bei der Geschichte. Und sie erlebt in dieser Beziehung zu dieser STEEP-Begleiterin, erlebt sie genau das, was sie wahrscheinlich vorher nicht erlebt hat, und hat auch ein Rollenmodell oder eine Erlebnisvorstellung von dem, okay, so musste ich das mit meinem Kind auch versuchen. Ja? Okay. Ja, ich bedanke mich. Eine Frage noch? Ja. Inwieweit können Kitas anregungsarme Familien unterstützen oder eben auch dann die Kinder für die Schule so vorbereiten, dass sie nicht benachteiligt sind? Ist das überhaupt möglich oder gar nicht? Doch, das ist möglich. Also wir begleiten mit unserer Forschung die städtischen Krippen in München, die deutlich mehr Personal haben, als das in Bayern vom Gesetz her vorgesehen ist, und auch sehr viel mehr investieren in ihre Krippen, als das bei Kiebig sozusagen vorsehen würde. Und die machen das so, dass sie in diese Krippengruppen bis zu 2 Kindern aufnehmen, deren Familien Hilfen zur Erziehung bekommen. Und zwar als Maßnahme,
wenn es für diese Familie und für diese Situation angezeigt ist, als Maßnahme im Rahmen der Hilfen zur Erziehung und in enger Absprache der Sozialarbeiter, die diese Familien unterstützen, und der Erzieherin und Krippenleitung. Und da können Sie sehen, dass Sie, also es ist ganz wichtig, dass das nicht zu viele Kinder sind, es ist wichtig, dass diese Krippen besonders gut ausgestattet sind. Und diese Krippen der Stadt München, die bekommen wöchentlich Unterstützung und Beratung durch andere Fachdienste, also Kinderärzte und Psychologen, und zwar regelmäßig, egal ob da jetzt ein Bedarf ist oder nicht. Ja, die haben dieses Kontingent an regelmäßiger, wöchentlicher Unterstützung durch diese Fachleute, sodass die Kooperation über Jahre sehr vertrauensvoll ist und dass, wenn sie dann eben Familien in belasteten Lebenslagen haben, eben diese Sachen auch mit den Fachleuten gut besprechen können. Also zum Beispiel, braucht das Kind noch Logopädie? Braucht es noch was anderes? Ja? Auch nochmal, dass die externe Experten auch mal einen Blick drauf werfen, fühlt sich das Kind wirklich so wohl in der Gruppe, wie die Erzieherin das wahrnehmen? Passt es so? Ja? Und die machen die Erfahrung, dass es dann gelingt, dass diese Kinder dann eben, also dieser Ganztagsbesuch dieser Krippen, diese Kinder und auch ihre Familien so weit stabilisiert, dass es diesen Kindern dann gelingt, was in Bayern ein großer Fortschritt ist, dass sie eben nicht auf Sondereinrichtungen gehen müssen, sondern ganz regulär in den Kindergarten kommen können und in die Grundschule kommen können und nicht in eine heilpädagogische Tagesstätte. Es gibt Familien, wo das die bessere Lösung ist. Aber da, wo das sozusagen so integriert ist in den Hilfen zur Erziehung, funktioniert es. Aber es funktioniert nur, wenn es mit den Kindertageseinrichtungen, wenn die so ausgestattet sind, dass sie das gut stemmen können, wenn dann die Betreuung, Bildung, Betreuung und Erziehung dieser Kinder nicht auf Kosten der anderen Kinder und Familien geht. Ja? Und das ist seltenst der Fall. Also wenn ich bundesweit irgendwelche Vorträge halte, dann kommen oft Jugendamtsmitarbeiter auf mich zu und sagen, ach, ich weiß nicht, soll ich das Kind lieber aus der Familie nehmen oder soll ich es in eine Krippe tun? Ja? Und dazu fällt mir dann gar nichts mehr ein, ja? Weil ich dann sagen kann, also das ist ja nicht die Frage. Ja? Sondern wenn die Familie Hilfen zur Erziehung bekommt und der Besuch der Krippe für das Kind unterstützend und positiv ist und die Familie dadurch auch stabilisiert und entlastet wird, dann kann es passen. Aber wenn man Sorge hat, dass das Kind zu Hause eben in einer kindeswohlgefährdenden Situation ist, die eher zu eskalieren droht, dann ist kann dann die beste Krippe der Welt nichts mehr ausrichten. Denn das Kind wächst ja nicht in der Krippe auf, sondern zu Hause. Okay. Die universitären Zeitstrukturen greifen. Gut. Frau Becker-Stoll, ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich für den Vortrag. Und bereite schon mal auf die nächste Woche vor. In der nächsten Woche gehen wir einen Schritt weiter. Wir haben jetzt angefangen mit der Adressatin, also dem Kind. Aber nächste Woche geht es dann um die Kinder. Und darüber wissen wir eigentlich in Deutschland gar nicht so viel, wie Kinder von Kindern profitieren. Und eine Expertin dazu, die darüber auch ihre Dissertation geschrieben hat, ist Susanne Viernickel, und die wird die nächste Woche aus Berlin dann hier hinkommen. Ich hoffe, ohne Bodennebel. Ja. Aber in Berlin ist der Flughafen ja auch nicht so weit raus. Naja. Schönen Tag.